Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge A Plague's Tale. Und wir befinden uns mittlerweile im Kapitel 16. König Hugo heißt die. Und wenn es wie beim ersten Teil ist, gibt es nur 16 Kapitel. Das heißt, wir befinden uns in der finalen Phase. Also lass uns mal gucken, was hier passiert. Ich will noch was bauen noch hier. Naja, alles. Also man sieht, es Hugo im Durchdrehen ein bisschen, aber er denkt auch, dass Amicia tot ist. Das sind sie jetzt auch. Also. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja. Hier gibt es eine Handwerksbank, die sollten wir vielleicht mal nutzen. Also, könnte ich auch so benutzen. Aber wir haben ja nicht mehr so viel, was kommt, ne? Wir machen die Ausrüstung. Mir kann dank einer neuen Internetkirche. Ich würde ja ganz gern das haben, dafür fehlt mir aber so ein Work-Material. Finde ich vielleicht hier noch irgendwas. Guck mal, hier ist das Kuh, vielleicht findet man da noch was drin. Mal sehen, was da drin ist. Okay, also ich glaube, wir haben sogar ein Werkzeug gefunden. Mal sehen, was das machen lässt. Das macht uns jetzt nicht mehr so viel Sinn für uns. Bei der Armbrust. Okay, ein Verstärker Gold kann mich und sie aus klinischen Leichen zurückziehen. Das ist natürlich geil. Dass wir die einfach wiederholen können. Amiga verbessert ja hier mäßige Munition, wodurch Odoris bei kann. Okay. Und hier. Dann brauchen wir zu werden, um die raus und aus uns aufzuwerfen. Ein bruchfestes Werkzeug verwenden. Das heißt, wir können aufwerten, ohne dass wir Werkzeuge benutzen müssen. Was super wäre, aber da wir zum Ende hin sind, glaube ich, nehmen wir lieber die Armbrust. Das sollte die Sache erleichtern. So, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir einfach die Dinge abschießen können und gleichzeitig die wieder rausziehen können. Das ist ja einfach nur monstermäßig perfekt. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit Hugo. Hey, sieh mal, wer überlebt hat. Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Wie es weitergeht? Es sind nicht gerade wenige, wie man sieht. Es ist einfach nur eine riesen Welle, ne? Was zur Hölle? Das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die... Amicia. Wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also. Okay. Gehen wir rein. Whoop. Tot sind wir nicht. Ich bin am Leben. Ich bin. Du lebst. Ja. Ist es gebrochen? Nein. Oh nein. Nein. Es ist nur. Geht es euch gut? Sophia ist verletzt! Ich versuche euch zu erreichen! Nicht bewegen! Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa.
Eine Legende ohne Seeleute, ha? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Na, das hoffe ich mal. Das wird jetzt ein bisschen doof für uns allen. So, ich bin mal gespannt, was weitergeht, wirklich. Hugo ist ganz nah. Ich muss erst noch irgendwas finden hier. Lass mal rausgehen. Hat so eine Endzeitstimmung wie bei Dark Souls gerade. Du? Oh. Amicia, hier bin ich. Hey! Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja. Ah, okay. Aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Okay. Na gut, na gut. Bereit, wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Jetzt! Du meine Güte! Lauf, lauf, lauf! Ah! Wow. Es hat geklappt. Ja. Wir müssen die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter. Okay, warte. Ja. Nach dir. Alles klar. Na, ich trau mich noch nicht. Warte mal, wo wollen wir hin? Zu dem Mauerstück da? Oder? Was für ein Mauerstück gibt's hier noch? Da geht's nicht runter. Okay, wir müssen jetzt das Mauerstück gehen, vielleicht kommt da. Jetzt! Und das hier nehmen? Wahrscheinlich, ne? Glück, dass die Mauern gerade nicht weggreifen, oder? Los geht's! Oh, Vorsicht! Das Tor scheint zu klemmen! Wo ist er? Ach, da ist er. Denke schon. Sie kommen! Na los! Macht schon! Oh, warte mal, wir müssen noch kurz warten, wo wir hin müssen. Das Tor scheint zu klemmen. Na bitte! Ah, okay. Wow! Nein, nein, weg da! Los, los! Bin Lauf! Bei dir. Wahnsinn! Oh, nee, nee, nee. Wollen wir hin? Da runter wahrscheinlich, ne? Ich warte noch kurz hier. Okay, krass. Das war schon krass, oder? Wir sind in Sicherheit. Ich glaube nicht. Nur wie lange? Was ist das Ding in der Mitte, ne? Lukas. In Reichweite. Crazy. Zieh dich an. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Ja, der wird auch ein bisschen traurig sein. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Okay. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt.
letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Jeden Fall. Na schön. Hol tief Luft. Alter, ich würde da ja reingehen. Nun ja. Lukas! Na, ja, haben wir den auch verloren. Top. Läuft ja auch alles immer super hier, ne? Lukas! Oh Gott! Lukas, wo bist du? Das eine hier. Ja. Alles dreht sich. Konzentration. Erst Hugo finden. Wollen die Hütten reingucken so ein bisschen? Ob wir da was finden? Kann gar nicht rein, ne? Ja, okay. Was ist das? Nein, unmöglich. Ein Phönix. Hier. Er zeigt nach da. Der Phönix. Noch einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Auch noch da. Was ist das für ein Ort? Genau, das ist nicht. Da ist ein Phönix, der zeigt nach links. Die Phönixe, sie bedeuteten etwas. Ja. Sie zeigten den Weg. Sie führen bestimmt zu ihm. Verliere ich den Verstand? Vielleicht. A little bit. Hugo, bist du das? Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Hast du sie hergebracht, Hugo? Nein, du warst das. Er redet. Oh, Gott sei Dank, wo bist du? Ich bin hier, ganz nah. Ich sehe dich nicht. Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert. Er redet voll cool. Aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja. Er scheint wirklich klar zu sein gerade. Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Tu doch was! Tu endlich was! Ich mache hier irgendwas verkehrt, glaube ich. Ich kann wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis laufen, das bringt eigentlich gar nichts. Neue Wege. Neue Wege. Jetzt muss ich anders laufen. Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Also den Vögeln soll ich nicht folgen. Mach ich trotzdem gerade immer wieder, ne? Gut, dann gehen wir mal an, dann gehen wir mal hier längs. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ja, so ist es richtig. Weiter so. Was ist mit mir? Ich fühle mich... Du
bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Okay. Was ist das? Hugo, wo bin ich? Nein. Die auch noch. Nein. Ach, die scheiß Ratten. Jetzt reicht's doch mit Ratten, ne? Steh auf! Steh auf! Hugo! Oh, bitte! Was ist das jetzt? Was zur Hölle? Zurück! Ihr seid bloß ein Haufen Ratten! Ich verbrenne euch alle! Ihr wollt, dass ich weglaufe? Ich hol ihn zurück, hört ihr? Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge! Ich mach sie fertig! Du gibst immer noch nicht nach, oder? Entweder wir oder sie! Ich hab keine Wahl! Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind zu viele Amis hier. Ist mir egal! Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher. Als jeder Kampf zählte. Das tun sie doch! Jeder Einzelne! Bleib weg! Das werden sie nicht. Hör auf, so viel zu tun. Du kannst noch etwas lernen. Nein! Nein, nein, nein! Was passiert denn da? Was? Was ist passiert? Nein, ich bin wieder zurück. Machen wir wieder im falschen Weg. Was habe ich getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Wo muss ich denn hin? Das muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Immer geradeaus, dann kommst du ans Ziel. Okay, wir versuchen es mal wieder. Ah, okay. Es wirkt schon wieder so. Es geht doch. Du lernst dazu. Aber was muss ich bei den Leuten da machen? Was muss ich mit den Ratten machen? Halte durch. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Oh, diese Dinger schon wieder. Dieses Mal machst du es besser. Ja, was muss ich machen, ist die Frage. Das Feuerbecken hält sie nicht auf. Lass dir was einfallen. Das kann ich alles nicht benutzen. Ich kann das ja. Gut, ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Ich bin es leid. Ich bin es leid zu kämpfen. Bitte, ich muss dich sehen. War das das Richtige jetzt? Ich glaube, es war das Richtige, was ich gemacht habe. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Komm, komm. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Okay. Warum muss ich gehen, wenn er weiß, wie es hier rausgeht? Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo... Wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor.
Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Sieh sie dir an. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge. Die Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was? Nein. Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein. Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein, wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia. Ich versuch's. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Bosskampf! Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Ich kann nicht. Na? Lukas. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, jetzt wissen wir, was wir machen sollen. Kannst du aufstehen? Ja. Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Thank you.
wie flott diese Ratten sind, oder? Ob man noch kämpfen muss oder ob es einfach ein einfacheres Ende ist, dass man ihn jetzt einfach umbringt. Schön wieder Schleuder ein zwischen die Augen. Man weiß es nicht. Machen kann. Ja, komm, ich habe nur die Schleuder noch. Das heißt, ich kann nur eine Sache machen gleich. Noch nicht. Kommt bestimmt eine kleine Zwischensequenz. Amicia, wir sind da. Ich weiß. Okay. Puha. War nicht so leicht, ne? Boom. Ja, man hätte ja auch ein bisschen Zeit lassen können, bevor man das macht, aber wozu? Es war ja von Anfang an klar. Irgendwie ab Hälfte des Spiels war es ja klar, dass es so endet. Also. Schade eigentlich, ne? Super Studio. Muss ich überspringen hier? Wir machen es mal. Muss danach noch was zum Abspann kommt oder so. Kapitel 17. Das Erbe der Familie Derun. Ach, das ist die Berghütte, von der sie immer geredet hat. Ein Jahr später, okay. Na, kommt jetzt ihr Vater Kratos und hilft ihr? Ist ein bisschen Charakter davon gerade. Hat also jetzt die Haare kurz geschnitten. Sie hat ja einiges erlebt, das wissen wir jetzt ja. Es wird mit jedem Mal höher. Na, Sophie lebt noch. Du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Plötzlich stand da eine Ziege, eine Fiese. Und sie so, und ich so, was? Gut, guck mal, was da geht. Begib dich zu den Pferden. Zu den Pferden. Schon gut, gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ah. Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Puh. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Die Welt, also der Wald sieht schon ziemlich gut aus, aber die, den besten Wald, finde ich, hatten immer noch die böhmischen Wälder. Bei, das Spiel entfallen. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen?
Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Ringgang, komm. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Ja, wenn du die nächsten Typen finden willst, die Makula, eins, was du machen kannst, ist, den als erstes zu töten, damit es gar nicht erst wieder entsteht, oder? Bald geschafft. Da sind die Pferde. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Cool. Tja. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Na? Wie viele Pferden haben wir gemacht? Es wird schon alles gut. Was soll ich denn machen? Oder beziehungsweise, wo wir sie mal hin? Runterspringen. Schön den Tod nochmal, kurz vorm Ende. Bam. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Ja. Ein Moment, hat sie gesagt. Jetzt rennt sie einfach mal den ganzen Weg wieder zurück. Nicht zurück, aber ganz woanders hin. Komm schon, du schaffst es. Wozu? Schon gut, keine Sorge. Jetzt müssen wir noch mal den Vögeln hier, das Phönixe? Nee. Oder? Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Oh.
Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest, alles um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Das war's wohl. Und trotzdem mal vor. Ich glaube, noch ein Ende kommt jetzt nicht. Und oh, es kommt auch noch was. Gut. Das sieht aus wie ein Baby. Das sieht aus wie ein Beatmungsgerät. Oh nein, das Spiel ist in Unterzeit. Sie haben wie in unserer Zeit, ne? Mit Beatmungsgerät und so. Oh, oh. Naja. Ich hatte gelesen, dass Osobo keinen dritten Teil machen möchte. Ist natürlich so, ne? Armbrust Auswahl. Wow, jetzt haben wir die Armbrust des Ordens. Na gut. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ein zweites Mal werde ich es jetzt nicht durchspielen. Aber ich bin kein 100% Mensch, davon mal ganz ab. Aber ich fand, es war ein sehr schönes Spiel. Vielen Dank für die Treue, die zugeguckt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.